Hallo und herzlich willkommen zurück bei Uncharted Thieves End. Wir sind hier, du bist hier, Schnabeltier. Mit dieser tollen Anmoderation und einem wunderschönen Fotomodus, ja, muss ich spielen wir gerne rauf und so kann man auch ein bisschen gutes Bild für den Anmoderation finden. Entschuldigung, das wollte ich machen. Boah, wird irgendwie gleich finniger farbenfroh. Boah, vielleicht doch gar nicht das Ding. Boah, es wirkt irgendwie gar nicht mehr so lebhaft gleich. Was hast du getan? Es wirkt nicht mehr so lebhaft. Komisch, hier ist aber kein einziger. Kein Schätzle. Okay. Ja, das kann ja nicht sein, dass hier echt keine Schätze versteckt sind. Nochmal das Ganze. Warum nochmal das Ganze? Ich will einfach nur hier unten gucken, ob hier ein Schatz versteckt ist. Ah, sieht aber nicht so aus. Ich glaube, wir haben echt schon gesehen. Nice. Wir sind das Wasser. Wir sind die Welt. Ich frage mich, warum finden wir einfach keine Schätze? Okay. Ja, stimmt wohl. Schwer war es nicht. Ja. Hoch. Ah. Was haben wir denn da? Katzen. Anhänger aus Panama. Aha. Aha. Ja. Sieht zwar nicht aus wie eine Katze. Ja. Und Sachen, die man schalten kann und so. Also freischalten kann, um besondere Sachen freizuschalten. Aber die Frage ist, wann das soweit ist. Ich glaube, das muss hier hin, oder? Würde ich immer persönlich gleich mal feststellen. Ups, Entschuldigung. Hier hat er zumindest was versteckt für uns. Bingo. Und zwar. Und weiter geht's. Komisch. Hat gesehen, man hat schon früher damit zu tun gehabt, aber erst gucken, erst jetzt in dem Teil ist es wichtig geworden. Der Typ. Hallo? Okay. Okay, er ist nicht mehr da. Wir kommen auch nicht zum. Ich muss doch Schweine wehtun. Das ist doch einfach nur kahler Kies, wo der runterrutscht. Das ist jetzt ja nicht mal was Tolles oder so. Du sagst, ja, das muss man unbedingt mal gemacht haben, auf Kies rutschen. Aber naja, wenn man es unbedingt braucht, dann kann man das auch mal gerne tun. Ach, hier können wir schwingen. Ja. Bleibt uns ja wohl nicht viel anderes übrig. Auf geht's! Oh! Wow, das war ein bisschen. Leicht knapp, würde ich sagen. Oh. 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 Ja, ich würde im Laufe der Zeit auch gerne noch die anderen Uncharted-Teile dann machen. Ich wollte jetzt unbedingt auch den vierten und dem sind zuerst machen, weil. Nicht weil jetzt aktueller ist oder sowas und du damit mehr Klicks abrufen kannst, sondern einfach nur, weil ich die ersten Länder, die ich jetzt auch gespielt habe und den vierten eh spielen wollte und dann dachte ich mir, weißt du was? Dann kannst du das ja auch gleich mit aufnehmen. Hopp. Da ist aber nicht viel. Okay. Und. Go! Wie gesagt, Rise of the Tomb Raider machen wir auch noch weiter. Das ist nicht vom Tisch oder so. Falls das die Leute denken. Au. Okay. Kommen wir runter? Komme ich hier rüber? Okay. Ach, hier oben ist noch eine Kante. Okay, da. Hopp. Hopp.
und hoch. Ja, das sollten wir vielleicht nicht unbedingt lang. Seil am Post. Und au. Genau, das wollte ich nämlich nicht. Okay, passt. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Sam? Hat Sam schon wieder gefunden? Auf nach oben. Ha. Ach, wir können hier auch nach oben klettern. Au. Gut, da ist nichts. Ey, was ist dieser Weg hier da? Bestimmt nur zur Verarsche, glaube ich. Man soll, glaube ich, nicht gleich da nach oben klettern, aber was weiß ich schon. Ich bin doof. So, hopp, hoch mit dir. Tracky Track, man. So, okay. Und, vorsichtig. Au. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Ich glaube, wir sollten nicht da drüben unbedingt lang. Ich glaube, hier weiter. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Wow. Ist die Frage, ob er die Aussicht wirklich genießen konnte. Au. Das war das Mikro, wo ich dran gesnippt habe. Ich bin gut. Okay. Oh. Okay, Sal, startet. Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay, wo lang? Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Ja, das stimmt wohl. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind? Ich glaube, es sind einige Piraten gestorben. Okay. Wir sind sogar instinktiv schon mal richtig gelaufen. Was ist das? Ah, ein Brief. Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. 18. September 1696. Heute Nachmittag ließ ich den ersten aus Captain Arrys Crew hängen und seine Kameraden hatten Logenplätze. Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein, hat ihnen vor dem nächsten Akt aber ungeheure Angst eingejagt. Meinen Besuch bei den verbleibenden Männern im Turm. Die armseligen Piraten warfen sich mir zu Füßen und winselten um Gnade. Eines Tages möchte ich solche Gnadengesuche von ihnen, von ihrem flüchtigen Captain hören. 20. September. Heute Morgen ließ ich die restlichen Piraten hängen. Eine arme Seele war so mutig, mir noch beim Überstreifen der Kapuze eine Bestechung anzubieten. Weitere vage Versprechen eines riesigen Schatzes. Ich fragte ihn, wo dieser Schatz zu finden sei, und ließ ihn bei der Antwort baumeln. Ich ertrage keine weiteren Piratenlügen mehr. Ja. Warte mal, kann man das echt nicht mitnehmen? Lesen, zurücklegen, drehen. Ah, nicht wirklich. Zoom. Ja, gut. Hier geht's nicht mehr runter. Okay. Aber hier kommt man auch hoch. Okay. Warum? Ach, dann war da unten doch das der Alternativplatz, weil von hier aus können wir es quasi uns hier rüberschwingen. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Ist die Frage, ob wir überhaupt lang sollten. Ja, doch eigentlich schon, von da kommen wir ja. Toll. Da hätten wir ja echt gleich da lang gekommen, oder? What?
Und weiter, komm. Ach, verdammt. Sam, verpasst echt was. Wann hat er Sam wieder getroffen? Wir haben irgendwie, glaube ich, noch einiges von der Story her verpasst. Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. Oh, ihr Sweet. Okay. 5, 2, 1. Dieses einzige Kätzchen muss eine Bedeutung haben. Ah, hier. Lesen. Mein lieber Sohn Richard, spanische Teufel halten mich im Vizekönigreich Panama gefangen. Mir wird Piraterie vorgeworfen, der Prozess ist bloß eine Formalität, in Kürze werde ich gehängt. Ich gestehe dir jetzt, ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft zusammen mit den anderen. Der Mannschaft habe ich die Hindu Gai Savai geplündert. Wir haben in den Augen Gottes viel Gräueltaten begangen und jetzt muss ich für meine Sünden bezahlen. Ich bewohne die am höchstgelegenste Zelle im Gefängnis der Spanier und kann das Meer sehen. Dabei sehne ich mich nach einem weiteren grusamen Augenblick mit dir und meiner Mutter. Ach, und deiner Mutter. Obwohl ich vieles bereue, sei gewiss, dass ich mit meinem Schicksal angefreundet habe. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden, mein Kreuz tragen und sie entdecken, die Reichtümer des Paradieses. Dein dich liebender Vater, Joseph Burns. Und drehen. Ey, wir müssen das, glaube ich, falten, oder? Aber ich kann es irgendwie nicht, okay. Sonne und Ach. Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Ach, jetzt wird mir das erst so erklären. Das ist ein Teil des Symbols. Und umdrehen. Da ist die andere Hälfte. Also dann. Fall. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Also dieses Schwert und dieses Schwert-Zehen. Zehn und zwei. Zwölf. Aber haben wir ja gar nicht. Da ist die 6, da ist die 5. Leider nein. Hä? Hä? Der ist es auch nicht. Hä? Da ist die 3. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Ja, hab ich doch. Das ist gleich 10. Nee, 10 und 2. Und die römische Zahl 2. Nein? Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Schütze. Römische 10. Ja.
Oh, ich habe keine römische 10 hier zum Drücken. Ach, hier drüben gibt's noch mehr. Ach so. Aber hier gibt's auch keine 10. Ach, oh. Hm. Ja, da drüben sind noch mehr. Okay. Hm, römische 10. Nichts. Was stand nochmal im Brief? Das Skorpionzeichen und eine römische 2. Entweder ist das jetzt 12 oder 8. Ich glaube mal 12. Oder ja, 12 ist da. 10 und 2. X und II. Sieh sich das einer an. Ein altes Jesus-Ding. Na, factis recipimus. Was heißt das? Hm, das muss es sein. Dann mal zurück. Hm, die Sache wird, glaube ich, ganz schön eskalieren da unten. Da habe ich ein ziemlich gutes Gefühl für. Na los! Für Eskalation! Ich sollte aufpassen. Ja. Dabei so gesehen hat er eigentlich doch keine coole Aussicht gehabt. Hatte ich es wirklich gesehen. Weil das ist voll die doofe Tür. Du hast die Treppe noch weggerostet. Und abwärts. Da unten. Ach, wir müssen nach oben. Okay. Hätte ja auch sein können, dass man da unten muss. Vorsicht. Okay. Ach, wir sind an einer anderen Stelle. Okay. Ach, in der... niemals hin. Das, wenn ich das so sehe, dann ist da eh nichts. Wo er langlaufen kann. Okay. Und Tür auf. Komm, Tür. Auf. Tür auf. Auf Wiedersehen, Schulter. Ach, da oben läuft er noch um. Das ist Vargas. Ich will was ab. Ha. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Ich würde ja sagen, ja, ist ein bisschen kürzer die Folge, aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Uncharted 4. Ich würde immer sagen Among Thieves, aber es war ja der zweite Teil. Es ist ja A Thief's End. Also, dann kommen die in Favorisieren, teilen und einen Kommi da lassen. Das wäre cool. Naja, und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, was uns hier erwartet. Ich schätze mal, wir werden uns rumprügeln und rumschießen müssen.